Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Und da es sich doch so ergeben hat, oder es sich doch so... Nee, da sich, so ist es richtig, da sich doch jemand gefunden hat, der ebenfalls Earl Grey trinkt und hier dieses Let's Play anschaut, habe ich mir auch heute wieder eingemacht. Sehr schön. Guter Tee. Sei gegrüßt, bester Tee. Allerdings ist meine Kondensmilch alle, das heißt, ich muss wieder einkaufen gehen. Leb wohl. Vielleicht gehe ich dann auch direkt mal ins Kaufland, um wieder diese Irish Coffee Kondensmilch zu bekommen. Mal schauen. So, jetzt konzentrieren wir uns aber erstmal. Hallo? Aber erstmal auf Witcher 3. Wir sind jetzt hier in. War das Harfiken? Ja, Harfiken. Sehr geil. Gut. Wir waren gerade in der Taverne, haben da, glaube ich, auch Gewinn gespielt und gewonnen. Das ist abgeschlossen. Ein Hexer. Was brauchst du? Oh, bleib, wo du bist. Die Ofenhitze ist einfach furchtbar. Was brauchst du? Oh, bleib, wo du bist. Das war auch wieder merkwürdig, aber egal. Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? Empfehlen kann er nichts, verkaufen alles. Zur Herne bräuchten wir Level 24, ein Level höher, aber wie gesagt, ich kaufe mir eigentlich keine besseren Waffen. Die finde ich lieber, das macht viel mehr Spaß. Ich meine, wenn ihr noch anfangt, mir bessere Waffen zu kaufen, dann senkt das ja die Wahrscheinlichkeit, dass die Sachen, die ich finde, besser sind als die Sachen, die ich schon habe. Das wollen wir ja nicht. 850, das heißt, wir verkaufen erstmal die schweren Sachen, die nichts wert sind. Wie zum Beispiel diese Trophäe, dann diese Hose, Stiefel. So, machen wir mal ein bisschen schneller. Die Klamotten sind immer am schwersten, fast 11 Kilo. Und zwar auch 300 Kronen, aber okay. Oh, nochmal. Fuck. Hat er ja fast nichts mehr. Also er hat gleich wieder Geld, weil wir ja logischerweise... Weil wir ja logischerweise... 34... 400. Jetzt logischerweise die Sachen wieder reparieren lassen. Aber das wird nicht so teuer sein. Oh, doch! 603! Selbst dieses Quest-Dingens kann ich reparieren. Das hat nur 54%... Haltbarkeit noch, okay. 603 ist echt viel. Vielleicht sogar das meiste, was wir bisher für Reparaturen ausgeben mussten, das weiß ich nicht. Gut, 15,11 Kilo. Oh, die sind aber halt auch so teuer. Also die kann ich ja gar nicht verkaufen, weil er mir dafür 900 und 1000 geben will. Fuck. Dann das Ding ist auch 900 wert und nur 3 Kilo schwer. 1,56. Moment. Waffenschmied, was mache ich denn hier gerade? Zerlegen. Oh, ich Vollidiot. Und ich habe mich gerade gewundert, warum hier alles so teuer ist. Okay, jetzt macht es schon mehr Sinn. Da ist das Ding nämlich nur 304 wert und das 368. Dann würde ich sagen, verkaufen wir auch diese beiden Sachen, wenn das möglich ist. Weil die einfach super schwer sind. Leider reicht das nicht mehr. Das sind aber 15,11 Kilo, wir brauchen nur ein bisschen was. Also ich kaufe jetzt einfach was von ihm, das wir vielleicht irgendwann mal brauchen, damit ich danach diese Rüstung loswerde. Lass mich mal überlegen. Ich denke, am besten ist dann wirklich einfach so ein Stein. Was haben wir denn da cooles? Angriffskraft, Chance auf Bluten. Igni wäre eigentlich ganz geil, aber ich glaube, der hat kein Igni, oder? Ne, der hat nur Sachen, die man halt auf Waffen und nicht auf Rüstungen packt. Dann nehme ich das, denke ich. 3% Angriffskraft, das klingt doch ganz gut, oder? Was haben wir noch? 3% Adrenalin, Rüstung, Chance auf Betäuben, Chance auf Bluten, Chance auf Vergiften. Oh. Ach nee, ich nehme Bluten. Was? Das kostet 901? So viel Geld wollte ich nicht ausgeben. Was zur Hölle? Okay, dann nehme ich Angriffskraft für 509. Ich meine, das Geld habe ich, aber... Oh Gott, egal, ich nehme einfach das 3% Bluten. Das ist egal. Ja, nehme ich jetzt das. So, und dann können wir das verkaufen und können sogar noch mehr verkaufen, wie zum Beispiel dieses Schwert. So, und das auch. Moment, warum habe ich das eigentlich nicht ausgerüstet? Plus 10 Schaden. Kritischer Trefferbonus 50%, ist halt nur einmal gesockelt, aber ansonsten ist es doch eigentlich besser. Weil es 10 mehr Schaden macht, unser Antagonist. Das ist zwar nur ein gelbes Schwert dann, aber... Ja, das legen wir mal an.
Hä? Wahrscheinlich habe ich mir das gelbe Schwert gar nicht erst großartig angeguckt, weil es halt einfach, ja, Müll ist oder Müll sein sollte. Echt ein gelbes... Habe ich irgendwo einen Fehler gemacht oder so? Dass wir echt ein gelbes Silberschwert haben, aber rein vom Schaden her scheint es schon zu passen. Ich meine, es ist auch Level 21, wir sind Level 23, das ist Level 22. Aber dann nehme ich natürlich das hier jetzt. Da können wir es auch theoretischerweise direkt zockeln mit unseren 3% Chance auf Bluten, aber wir gucken mal. Oh, 5% Chance auf Vergiften, das ist natürlich richtig geil. Dann nehmen wir einfach das. So. Wind konnten wir auch noch gegen ihn spielen. Was brauchst du? Schauen aber nochmal ganz schnell und kurz hier rein, ob wir jetzt das andere Schwert verkaufen können. Jo. Bissl hat er noch. Nimmt er Fell an? Wahrscheinlich wieder nicht, obwohl es halt total Sinn machen würde bei jemandem, der wahrscheinlich auch Fell verarbeitet. So, und jetzt Quint! Mal schauen, ob das so einfach und schnell geht wie gegen den Tavernenwirt, aber why not? Ich habe Lust auf eine Partie Quint. Ich denke, es wird kein großes Problem werden. Es ist immer noch so verwirrend, dass jetzt alle dieses Fraktionszeichen dran haben. Ich bin der Meinung, das hätte man nicht machen sollen. Aber okay. Scoia'tael. Ich kann mir nie merken, was die einzelnen Anführer da für Fähigkeiten haben, aber egal. Außerhalb von ein paar, wie zum Beispiel von meinem, dabei ist. Da habe ich es oft genug benutzt. So, was haben wir? Finte, Verbrennen, Hund, Sultan. Aber zwei Fünfer ist nicht so geil. Mein Lieblings. Also das ist eigentlich mit einer meiner Lieblingskarten hier, diese Drachenkarte. Dafür drei Helden, aber ich glaube, das ist ganz, ganz easy, dass wir jetzt hier erstmal. Ne, Sultan ist eigentlich ein Freund, also zuerst legen wir Siegfried ab. Und dann Sultan. Oh, hat sich nicht gelohnt. Dafür haben wir eine andere Fünferkarte bekommen, die mir nicht so gut gefällt wie Sultan. Naja, während der Gegner dran ist, rühre ich mal meinen Earl Grey. Ah, heiß, heiß, heiß. Ich wollte gerade sagen, rühre ich mal meinen Earl Grey um, aber der braucht nicht so lange, der Gegner. Fünf Angriff. Wir haben keinen Spion. Ja, dann können wir auch versuchen, die erste Runde zu gewinnen, würde ich sagen. Achso, was war denn die Fähigkeit? Achso, eine Karte mehr, oder? Wenn ich das richtig sehe. Sehr geil. Alle fünf. Bitte noch mehr Fünferkarten. Ah, perfekt. Da können wir unseren Drachen ausspielen. Vier Karten vernichten. So, zieh zu Beginn der Schlacht eine Extrakarte. Ja, genau. Gut, dann nehmen wir natürlich unseren Drache. Also besser geht's ja kaum. Und danach werde ich wahrscheinlich auch die erste Runde beenden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt noch so viel investiert. So, jetzt rühren wir mal unseren Tee um. Ich mag auch die Farbe, wenn da Milch drin ist. So, er hat einen Spion gezogen, den wir uns leider nicht mit Finte auf die Hand zurückgeben können. Das hat er natürlich massiv Kartenvorteil, aber jetzt muss er erstmal die 22 Angriffspunkte überbieten, wenn er hier gewinnen möchte. Und ja, jetzt verschwendet er sogar... Ach nee, ich wollte sagen, er verschwendet seine Karte, aber ich habe ja 10 Angriff und oder mehr. Er hat es nicht verschwendet, aber ja, nur 2 Karten gebraucht. Jetzt haben wir gleich viele Karten, ist okay. Gegner hat halt gewonnen, Damit habe ich natürlich nicht gerechnet, dass es jetzt so einfach für den Gegner wird, aber gut. Was holt er sich wieder? Den Drache und verschwendet seine Fähigkeit. Sehr gut, immerhin etwas. Gut, jetzt müssen wir natürlich 2 Runden gewinnen, das ist nicht so einfach. Ich muss überlegen, wie ich das am besten mache. Das ist halt echt geil, dass wir 3 verschiedene Stellungslinien haben, Nahkampf, Fernkampf und Belagerung, weil unser Horn ja immer nur eins von denen boosten kann, also würde ich dann das hier boosten. Das ist halt die Frage, eigentlich wäre es fast besser zu versuchen, das Horn erst in der nächsten Runde auszuspielen, weil es kann ja sein, wenn wir die Runde jetzt gewinnen, ziehen wir eine Karte und dann könnte es sein, dass wir zum Beispiel noch eine Nahkampfkarte ziehen und dann wäre natürlich das Horn effektiver mit 2 Nahkampfkarten, deswegen werde ich das erstmal so lassen. Ich denke, mein Versuch, also ich werde jetzt versuchen, die 2 Karten hier erstmal zu spielen und zu gucken, ob ich dann damit gewinne. Ich habe auch noch Verbrennen. Die sind dagegen immun. Und die 3 Karten würde ich mir gerne für die letzte Runde aufheben. Aber ob das funktioniert, das werden wir logischerweise erst später sehen. Nebel kann ich mir dann natürlich auch noch holen, wenn ich das brauche. Aber momentan hat er bloß Fernkämpfer, die 0 Angriff haben. Das ist natürlich dann egal. Oh, jetzt nicht mehr. Dann werde ich mir wahrscheinlich erstmal den Nebel holen, dass ich diese Fähigkeit da im Endeffekt positiv nutzen kann. Ah, vielleicht wäre es ein Tick schlauer gewesen. Das heißt, vielleicht, es wäre schlauer gewesen, mir zuerst noch die andere
Heldenkarte auszuspielen und dann erst auf den Nebel zu gehen, weil jetzt hat er ja logischerweise keinen Bock mehr, hier irgendwelche Karten reinzulegen. Das war wieder mal taktisch dumm von mir gespielt. Hätte sich zum Beispiel den hier in die Fraktion reingelegt, höchstwahrscheinlich, weil die geboostet wird. Tja, 4 Angriffspunkte verschwendet, würde ich sagen. Nee, Quatsch. 3. 3 müssten es sein. Aber 3 Angriffspunkte, mal gucken, ob die 3 Angriffspunkte am Ende ausschlaggebend sind. Ja, sind es also nicht. Glück gehabt, Glück im Unglück. Die 3 Angriffspunkte sind egal. Dann ist mein Plan ja doch noch aufgegangen und ich muss noch nicht mal Verbrennen ausspielen. Sehr schön. Was bekommen wir jetzt? Ach, noch ein Held, der nicht geboostet wird, aber ich denke, das reicht schon aus, um hier zu gewinnen. Nehmen wir auch erstmal den Held, weil er, wie gesagt, nicht verbrannt werden kann. Barclay. Tja, Nebel habe ich jetzt schon geholt. Und dann spielen wir erstmal die 5er-Karten aus, damit die nicht verbrannt werden. Wenn jetzt Verbrennen ausspielt, wird nur die 6er kaputt gemacht. Darf auch gerne noch mehr 6er ausspielen, sehr gut. Ich spiele schon mit dem Gedanken, ob ich jetzt Verbrennen ausspiele. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er noch mehr 6er Einheiten hat, deswegen. Erstmal noch die 5er Einheit, da kann nichts passieren. Jetzt hoffen, dass er keine Einheit mit 7 Angriff ausspielt. Ich hab's geahnt. Noch eine 6er Einheit. Die können wir jetzt schön verbrennen und das war's dann für ihn. Verbrennen ist echt so mächtig, wenn man es richtig ausspielt. Okay, er hat sogar noch eine 6er Karte, aber ja, ich musste ja jetzt mehr oder weniger das so machen. Und ist ja auch egal, ich gewinne das ja jetzt. Komm, gib auf oder spiel deine letzte Karte aus. Oh, er hat sogar noch Rittersporn. So, zwar erst in den letzten beiden Runden gewonnen und nicht in den ersten beiden, aber das macht ja nichts. Gewonnen ist gewonnen und als Karte bekommen wir Entryaga. Entryaga, das müsste ein Monster sein. Hier, Entryaga. Oh mein Gott, 2er Angriff, ey. Das gibt's doch nicht. Naja, die spielen wir natürlich nicht. Ach, ich wollte mich ja noch schnell boosten. So. Speichern. Und das kann doch nicht sein. Das ist doch die einzige... Ach nee, das hier ist auch eine Stadt. Aber warum ist denn hier in der Stadt keine Anschlagbremse? Gibt's hier wirklich keine weiteren Fragezeichen? Also keine unentdeckten Orte? Das kann ich mir kaum vorstellen. Hier ist halt echt nichts, ne? Schauen wir noch darüber, vielleicht... Ist ja hier irgendwo noch ein Ausrufezeichen, also ein Nebenquest. Ah, okay, wir haben jetzt hier zumindest noch einen Faustkampf, den wir erledigen können. Das machen wir mal. Hör auf zu brüllen. Suchst du noch Herausforderer? Willkommen bei unserem Turnier, Hexer. Einer wartet auf einen Gegner. Möchtest du gegen ihn kämpfen? Einer sieht wie ein prächtiger Kämpfer aus. Ist ein Bastard von Lugos dem Irren. Kommt nach seinem Vater. Kämpfen wir jetzt oder schwätzen wir nur? Eine Runde schwätzen. Warum nicht? Lassen wir einer nicht warten. Ich hoffe, der Kampf ist nicht... ein sauberer, spannender Kampf. Ich hoffe, der Kampf ist nicht ganz so schwer wie der andere. Also das war ja echt krass, der erste Boxkampf hier auf der Insel. Und der auch Level 29, das heißt... Vorwärts! Hier darf ich auch wieder nicht getroffen werden. Weil er wahrscheinlich ziemlich viel Mund halten und Schaden macht. Okay. Aber interessant, dass ich meine Handschuhe noch anhabe. Warum habe ich meine Handschuhe noch an? Das bedeutet ja, dass ich ziemlich viel Schaden mache bei ihm, oder? Mehr als er bei mir. Zumindest rein theoretischerweise. Fuck, am Anfang konnte ich ihn öfters treffen. Warum treffe ich ihn jetzt nur noch einmal? Da weicht dann immer so hässlich aus. Kann natürlich sein, dass es daran liegt, dass er am Anfang in die Enge gedrängt war und er da nicht mehr zurückweichen konnte. Und er jetzt halt immer die Möglichkeit hat, so komisch zurückzuspringen. So dauert der Kampf natürlich deutlich länger, wenn ich jedes Mal nur einen
Treffer landen kann. Ich bring den Bastard um! Ich bring ihn um! Du Scharfficker! Komm! Das sieht ziemlich dumm aus, wie ich hier kämpfe, aber es liegt einfach daran, ich muss halt einfach super vorsichtig sein. Genau deswegen. Oh, es klappt nicht mehr, jetzt komm doch! Also. Erbärmlich. Verdammt! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Oh, das ist richtig knapp. Ich bring den Bastard um! Ich bring ihn um! Oh mein Gott, war das knapp geschafft. Wow. Toller Kampf. Glückwunsch zu deinem Sieg. Grimm mischt dich sicher gern ein bisschen auf, falls du noch kannst. Oh Gott, noch so ein Kampf. In der Jarlath rufen lassen. Ah. Die Priesterinnen sind furchtbar sauer auf dich. Und auch auf die Zauberin. Was habt ihr ihnen getan? Hallo. Ach so, man kann immer nur einen Kampf machen hier in der Runde. Ah, dann muss ich also zum nächsten Ort, wo Faustkämpfe sind. Und da könnt ihr dann theoretischerweise den nächst schwierigeren nehmen. Ich wusste, dass hier noch ein Fragezeichen ist. Ich hab's einfach gewusst, oh mein Gott. Trinken wir einen, was für, das ist halt typisch Waldläufer, ne? Man hat intuitiv, weiß man einfach ungefähr, wo sind die Fallen, etc. pp. Und hier ist halt noch ein Nebenquest. Was ist denn? Meine Verlobte und meine Brüder, Mikkel und Ulf, sind nach Hindarsfjall gesegelt, um Akta zu holen. Die Hochzeit ist in wenigen Tagen, aber sie sind noch nicht zurück. Es hat inzwischen einen Sturm gegeben. Ich fürchte, dass sie auf die Felsen bei Farö getrieben wurden. Da sind schon viele umgekommen. Ich würde ja lossegeln, um sie zu suchen, aber ich muss mich um die Hochzeitsvorbereitungen kümmern. Eigentlich bittet ein Skelliger nicht um Hilfe, aber mir bleibt keine Wahl. Hilfst du mir? Suchst du nach meinen Leuten? Also dafür, dass Skelliger nie um Hilfe bitten, eigentlich haben mich schon ziemlich viele Skelliger um Hilfe gebeten, eigentlich. Gut, ich werde nach ihnen suchen. Vermutlich kein Schwächling, aber kunde die Küste sagt, von Farö auf der Seite nach Hindarsfjall. Wo ist das? Da. Ist natürlich logisch, dass wir jetzt erstmal das Quest hier machen, das heißt, ich wähle mal wieder das andere Quest aus. Das müsste... Oh Gott, wie hieß das denn? Hätte ich mir nur gemerkt, wie es hieß. Ach, vielleicht brauche ich es auch gar nicht. Vielleicht komme ich da auch so hin. Also ich gehe da jetzt sowieso hin. Und vielleicht finde ich den Typ, den ich dann brauche, um dieses Quest da fortzuführen, auch so. Das heißt, sollte kein Stress sein. Aber natürlich nehmen wir vorher wieder alles andere mit, was wir so erforschen können. Komm, Spike. Möge wo bist du? Axt da. Los, los! Komm, komm, komm! Hey! Jeder! Sorry! Ach so, jetzt folge ich ja gerade wieder dem falschen Weg. Also, die Strichellinie gibt mir ja einfach nur den Weg an zum nächsten Hauptquest und nicht zum Nebenquest. Das vergesse ich manchmal. Und dann folge ich dem falschen Pfad, aber ich glaube, wir kommen trotzdem hin. So, hier, genau hier. Sind wir auch schon? Was war das? Sägewerk? Oder ist vielleicht sogar noch ein Sägewerk? Oder ist halt einfach kein Sägewerk, sondern der Platz, wo sich hier die Holzfäller... Ja doch, ist schon so ein provisorisches Sägewerk, wo halt die Holzfäller einfach die Bäume bearbeiten. Aber eigentlich können wir den ganzen Zeug auch hier lassen. Das scheint erstens nur Schwachsinn zu sein, den wir nicht brauchen. Und zweitens wissen wir ja, dass das jemandem gehört und ich klau nicht gerne. Also von Leichen was nehmen oder von Dieben etc., das ist was anderes. Dann haben wir hier noch eine Ruine. Kommen wir da jetzt am schnellsten mal hin. Oh, vorsichtig. Das dauert mir zu lang, dann haben wir hier wieder einen Kreis zu laufen. Also rutschen wir mal mit Geralt einfach runter. Und dann sind wir ja im Endeffekt auch schon da. Oh, da sehe ich schon geheimnisvolle Zeichen. Das heißt, das wird wohl was Besonderes sein. Aber mir wird es eigentlich jetzt schon wieder fast zu dunkel.
vorbei. Es scheint Vollmond zu sein. Okay, also irgendwo da muss ein Vollmond sein, weil da ist es super hell, aber man sieht ihn irgendwie nicht, komischerweise. Ja, wir sind aber wieder diese mysteriösen... Ne, waren wir hier nicht schon mal? Hä, warum waren wir denn schon mal hier? What? Also das kommt mir total bekannt vor, aber... Wir sind doch hier oben angekommen, nicht hier unten. Oder ist das einfach nochmal genau das gleiche wie auf einer anderen Insel? Das kann natürlich auch sein, aber... Meiner Meinung nach waren wir hier schon und da oben ist dann... Irgendwas von wegen, deine Gebete wurden erhört, wenn man da rankommt, aber... Nicht so wichtig, nicht so wichtig. Wir gehen jetzt erstmal zu der Ruine und dann sind wir auch schon in der Stadt und da gucke ich einmal, ob wir dieses andere Quest finden. Das ist, glaube ich, das Quest von unserem Hexerfreund, dem wir da helfen sollen, seine Rache zu üben. Komm, hoch mit dir. Gut, dann würde ich schon mal sagen, liken, kommentieren, abonnieren, während ich versuche, hier querfeld einzureiten, was wieder unterbrochen wird durch Berge. Oh Gott, und das sind ganz viele Wölfe, weiße Wölfe. Schnell, 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 schnell. Pferdepanik, was passiert denn, wenn die Pferdepanik zu hoch ist? Da schläft wieder ein Zyklop. Ja, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, das sind Gegner und das sind Nebenquests. So, wir speichern nochmal. Also Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.